Was? Mit einem. Oh, ist der scheiße böse. Ein herzliches Moin Moin an alle durchgeknallten. Hallo! Danke! Wie ich sehe, bist du immer noch hier. Du scheinst immer noch Lust auf lustige Witze zu haben, aber oder? Natürlich. Ja, also ich bin Micha, das ist Daniel, das da hinten ist Shy Guy. Und ich würde sagen, lustige Witze in 3, 2, 1. Ich falle gerne mit der Tür ins Haus. Manfred, 32, SEK-Einsatzleiter. Scheiße, ungeschminkt sehe ich aus wie 12. Jasmin, 12. Wer kennt es nicht? Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Gerade ein Reh überfahren, muss das erstmal verarbeiten. Heinz, 37, Metzger. Durfte heute Morgen nicht in den Supermarkt. Der Türsteher meinte, ich hätte die falschen Schuhe an. Durftest du schon mal nicht in eine Disco rein? Wegen irgendwas? Ja. Wegen Tattoos? Richtig. Ich durfte mal in den schäbigsten Laden in Köln, in die Klapse in Köln, da war mittwochs immer 50-Cent-Party. Während der Ausbildung kam ich da nicht rein, weil ich meine Punkerhose anhatte. Ich wirkte zu gefährlich. Dann musste ich nach Hause laufen und wieder zurückkommen in normaler Hose. Wow, dann war ich nicht mehr gefährlich. Weißt du, was ich nicht verstehe? Nein, was denn? Chinesisch. Ja, kann ich verstehen. Fliegen zwei Luftmatratzen durch die Wüste. Erschrickt die eine plötzlich. Vorsicht, ein Kaktus. Gehen zwei Freunde an einem Würstchenstand vorbei. Der Verkäufer ruft, heiße Würstchen. Da geht einer der Freunde zu ihm hin und sagt, freut mich, ich heiße Jan. Kommt Lebensgefährten eigentlich auch von Lebensgefahr? Ich bin eine Frau mit Klasse. Petra, 26, Lehrerin. Wie nennt man einen Waschbären, der viel trainiert? Eine Waschmaschine. Der, die, das durchschnittliche Jugendliche ist nüchtern zu schüchtern und besoffen zu offen. Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass alle meinen, sie hätten das größte Stück bekommen. Zwischen Weihnachten und Silvester zu arbeiten, ist nicht halb so anstrengend wie umgekehrt. Sagt dir eine Freundin, ich hatte mein erstes Mal mit 16, darauf die andere, ich mit nur einem. Was hat ein Husky mit einem Kartell gemeinsam? Beide lieben Schnee. Ja, ja. Ja. Alle Kinder springen über die Jauchegrube. Nur nicht Peter, dem fehlt ein Meter. Papa, Papa, darf ich zum Bungee-Jumping? Nein, dein Leben hat schon einen kaputten... Was? Mit einem... Oh, ist der scheiße böse. Papa, Papa, darf ich zum Bungee-Jumping? Nein, dein Leben hat schon mit einem kaputten Gummi begonnen. Es soll nicht auch noch so enden. Ist das fies. Papa, ich habe zwei Fragen. Erstens, kann ich mehr Taschengeld haben? Und zweitens, warum nicht? Geht ein Planet zum Arzt, sagt der Arzt. Oh Gott, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Sie haben Menschen. Ich war heute beim Psychologen. Er will euch alle kennenlernen. Oh, oh. Was hat eine Ehefrau mit einer Handkrawatte gemeinsam? Zieht man den Ring ab, ist das Haus weg. Sagt Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Herr Doktor, keiner nimmt mich ernst. Ach, das ist doch albern. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. Wenn ein Yogalehrer seine Beine senkrecht nach oben streckt und dabei furzt, welche Yogafigur stellt er dar? Eine Duftkerze. Hey, die kam in Folge 1 von Lustige Witze vor 5 Jahren, nur anders. Kulturelle Kommentierzeit! Willkommen zurück zu Kommentare Kommentierzeit! Die Community auf YouTube war mal wieder ganz, ganz fleißig und ihr habt mir Fragen, Witze und mehr in die Kommentare geschrieben. Und wir schauen jetzt mal rein. Achtung, böser Witz. Warum sind Araber so schlecht im Schach? Sie schlagen immer die Dame. Die eigene Dame. Die eigene Dame, Verzeihung. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige hier mit schwarzen Haaren bin. Nachteil, wenn man rothaarig ist. Witze über Rothaarige, Vorteil, wenn man rothaarig ist, er kann einen seelisch nicht belasten. Den fand ich so stark, ne? Tut mir leid, Raphael. Achtung, schwarzer Humor. Das Kind meiner Schwester war sehr musikalisch. Es ist schon vor der Geburt flöten gegangen. Haha, und das andere hat es auch noch an der Trommel. Geh auf YouTube, schau auf die neuen Videos und da steht einfach so Master Jam vor 27 Sekunden. Und ich nur so, ja geil, und dafür gibt's hier von mir den. Was bekommt man, wenn man einen Oktopus mit einer Frau kreuzt? Eine echt gute Putze. Jetzt hast du nicht ganz viele Frauen. Frauenfeindlich, der Klassiker. Nein, wir sind natürlich nicht frauenfeindlich und wir sind auch nicht rassistisch, das ist alles nur Spaß. Daniel, was hältst du eigentlich vom Gendern? Ich finde es ja okay mit dem Gendern, aber brauchen wir wirklich einen Innenminister? Eigentlich wollte ich einen Witz übers Erhängen erzählen, aber ich habe den Faden verloren. Oh. Oh. Wenn du dir keine Kondome leisten kannst, kannst du dir erst recht keine Kondome leisten. In der Apotheke gehen und die Apothekerin fragen, wo die Pille danach ist. Dann sagt sie, die liegt neben den Kondomen. Und ja, wenn ich wüsste, wo die Kondome sind, bräuchte ich die Pille danach nicht. Was haben ein Trabi und ein Kaugummi gemeinsam? Wenn man drauf tritt, bleibt sich am Schuh kleben. Wie kann man den Wert eines Trabis verdoppeln? Einmal volltanken.
wie viele Arbeiter braucht man, um einen Trabi zu bauen? 2. Einer faltet, einer klebt. PS, ich darf Trabi-Witze bringen, ich fahr selber ein. Der Typ ist jede Woche in den Kommentaren. Der Typ ist wirklich, aber da habe ich noch einen für ihn, Was ist ein Trabi, der einen eingebauten Taschenrechner im Handschuhfach hat? Die Antwort der DDR auf Knight Rider. Eigentlich wollte ich einen Optikerwitz bringen, doch der würde bestimmt zu fassungslos machen und dabei den Rahmen sprengen. Mhm. Wie viel kostet ein Tropfen Benzin? Nichts. Dann tropfen sie mal voll. Ja. Ich finde die Insta-Time cool. Man könnte die ja abwechselnd mit der Kommentare-Kommentierrunde bringen oder so. Macht weiter so. Schönes Wochenende. Danke für die Blumen. Ich will das jetzt versuchen, so im Wechsel zu machen. Leider sind die Kommentare auf Instagram noch etwas schwach. Also nicht schwach, sondern es kommen noch gerade sehr wenige in dieses Kommentarfeld rein. Deswegen folgt mir doch mal auf Instagram, damit ihr die Insta-Time nicht verpasst und mitmachen könnt. Und dir auch ein schönes Wochenende. Was ist blau und voll mit Titten? Ein Müllsack auf der Krebsstation. Und wolltest du nicht auf dieses Grindcore-Festival 2020 gehen? Warte, ich habe eine neue Theorie, wo Corona wirklich herkommt. Ah! Ey, ohne Scheiß, das habe ich mir auch schon gedacht, dass Corona auf diesem Festival einfach entstanden ist. Sollen wir nochmal gemeinsam diese Lyrics lauschen? Ja. Meine Lieblingsstille ist auch die hier, wo er singt so... Das war's auch dieses Mal mit der Kommentare-Kommentierzeit. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann schreibt mir doch einen Kommentar mit einem Witz, einer Frage oder sonst irgendetwas. Vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Folge. So, ich würde sagen, wir erzählen noch ein paar Witze, oder? Ja. Papa, wo ist das Ding zum Kartoffelschälen? Einkaufen. Mensch, du bist ja heute so gut gelaunt. Ja, ich habe von meiner Frau ein Reitpferd bekommen. Das freut mich für dich. Das war wirklich ein guter Tausch. Schatz, das ist doch gar nicht unser Baby. Psst, nicht so laut. Der Kinderwagen ist viel, viel besser. Mein Freund Jan ist gestern unerwartet mit meiner Frau durchgebrannt. Wie lange seid ihr denn schon Freunde? Seit gestern. Du siehst verdammt gut aus. Hast du abgenommen? Hast du mich gerade rückwirkend hässlich und fett genannt? Ich bin so oft müde, weil so viel Talent in mir schlummert. Oh, Sie haben aber schöne Erdbeeren in Ihrem Garten. Was tun Sie denn da drauf? Kuhmist. Bah, das ist ja ekelhaft. Wir tun da immer Sahne drauf. Verstehe den Witz jetzt nicht. Das ist irgendwie dämlich. Wenigstens mein Sohn Luke liebt Star Wars. Seine Schwester Chewbacca findet es irgendwie doof. Chuck Norris Auto fährt auch ohne zu tanken. Einfach aus Respekt. Was ist Anna unter der Dusche? Eine Ananas. Was? Du machst meine Ananas? Wenn hier einer Ananas macht, dann bin ich das. Wie ich es liebe, mich an sämtliche Verkehrsregeln zu halten. Wenn mir jemand so dicht auffährt. Geht eine ältere Dame zum Metzger. Ich hätte gerne 200 Gramm von der groben Dicken. Darauf der Metzger. Geht nicht, die hat Berufsschule. Kellner zum Gast. Möchten Sie heute wild essen? Darauf der Gast. Nein, ich esse lieber in Ruhe. Was ist der Unterschied zwischen einer Mikrowelle und einem Terroristen? Die Mikrowelle explodiert nicht, wenn der Timer abgelaufen ist. Wie zieht ein Informatiker seine Freundin aus? Get String from Object. Oh, nee. So ein ITler-Witz, ey. Wenn ihr euch zwischen Diät und Schokolade entscheiden müsstet, welche Schokolade würdet ihr nehmen? Hast du schon Jokolade probiert? Ja. Die ist sehr gut. Ohne Scheiß, kann ich nur weiterempfehlen. Grüße gehen raus an Joko Winterscheid. Du guckst dieses Video eh nicht, weil wir uns nicht kennen, aber ich finde dich geil. Was beginnt mit F und endet mit Uck? Richtig, Feuerwehrtruck. Natürlich. Vegetarische Gottheit. Kräuterbruder. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Das würde dem Bechler gefallen. Habe Opa gestern einen Witz über Limonade erzählt. Fand er gut. Unser Kind ist kein Fleisch. Was soll ich stattdessen nehmen? Ein Hund. Hunde essen Fleisch sehr gerne. Schreit deine Frau auch so, wenn sie kommt? Nein, meine hat einen Schlüssel. Hey, kommt ihr zu meiner Party? Ja, ich komme mit meiner Freundin zusammen. Wow, das muss sehr schön sein, aber kommt ihr zu meiner Party? 3 Freunde heißen Karl, außer Günther. Der heißt Max. Lehrer? Ich sehe heute so viele, die nicht da sind. Stimmt, das hat mein Lehrer auch immer gesagt. Ja. Ich sehe viele, die nicht da sind. Das war wieder eine wunderbare Folge lustige Witze mit meinem Freund Daniel. Ein Applaus für ihn. Folgt mir auf Instagram, damit ihr auch keine Insta-Time mehr verpasst und Teil davon werden könnt. Und schreibt mir einen Kommentar. Ich würde sagen, haut raus, bis nächste Woche. Jahuhuhui. Daumen hoch und like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier.